Jo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video, und bevor es richtig losgeht, wollte ich nochmal liebe Grüße an ein paar netten, ja, kann ich mir jetzt sagen, oder Freunden sage, ich sag einfach mal Freunden, ja, und zwar Lini, Mia und Pauline. Ja, die sind in meiner Klasse und die wollten gegrüßt sein und ich dachte mir so, ja, warum nicht, und ich grüße jetzt auch mal jedes Video, einfach mal jemand, also das soll jetzt nicht irgendwie beleidigend sein oder so, die wollten es einfach oder so, genau. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Ach übrigens, falls ihr das seht, ich mag euch gerne, ihr drei. Okay, genug mit den komischen Sachen, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja, ich werde am Ende dieses Video nämlich noch ein Real Talk machen über diese Sache, was COD da gemacht hat. Aber jetzt freue ich mich auf das Video, das ihr jetzt seht. Ich habe auch mit Facecam aufgenommen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Und damit willkommen zu einer weiteren Runde hier bei Warzone. Ja, es ist endlich geschehen. Alpacra Fortis ist dort. Aber ich bin nicht wirklich so beeindruckt, wie man es erwartet hat. Weil das Ding. Ja, okay, ich sag's gleich. Ach, übrigens, ich habe hier Kamera an, falls ihr euch gerade fragt, oh, was ist das für eine hässliche Backe? Ja, ich zeig mich mal hier für eine Reaktion. Ja, also ich bin nicht wirklich erfreut auf dieses Update. Aber ich werde es gleich erzählen, wenn wir die Karte sehen. Okay, willkommen zu einer Runde Warzone mit Almasra. Ja, es ist leider Almasra nur in Alpacra Fortis eingeschränkt. Und ich finde das so billig gemacht. So, hier fährt sogar der Zug rum und das ist halt echt schlecht gemacht. Und also, wer denkt sich denn sowas aus? Und dann ist es ja auch nur die Hälfte. Und hier ist sogar noch die Brücke. Also man hat sich nicht mal die Mühe gemacht, das wirklich so als einzelne Insel zu machen. Aber okay, wir landen einfach hier an der Seite. Also ihr merkt, ich bin echt ziemlich geschockt. Weil das hätte man wirklich, wirklich besser machen können. Aber okay. Und ich bin direkt tot. Nice. Beginnt super. Das Ding ist, wir haben auch noch 2 Wochen lang darauf gewartet, auf dieses Update. Und es wurde immer wieder verschoben. Immer wieder. Es ist halt blöd. Übrigens, hier sind auch diese ganzen Loadout-Drops und Spawn-Punkte komplett verbuggt und komplett scheiße gemacht. Und da ist der erste tot. Geil, mein Teammate tot. Ah, Rache! Jawohl, schöne Kopfab. Jawohl. Oh, das ist ein Gegner? Okay, das hat mich verwirrt. Oh, hi. Na, wie geht's? Ah, und da ist der nächste wieder tot. Okay. Da sollte ich vielleicht weggehen. Jawohl, geheadshottet. Bruder, man sollte lieber ein ganzes Haus untersuchen, bevor du reingehst. Boah, Alter, dieses Face, was ich gerade gemacht habe. Okay, wo ist der? Ist so. Da. Junge, wer ballert mich denn die ganze Zeit? Jetzt von vorne, von hinten, was? Guck, ich hab doch gesagt, der Loadout-Drop ist einfach scheiße gemacht. Mitten im See. Mitten im See ist der Loadout-Drop. Und du kannst dann einfach nur noch reinschwimmen. Nimmst hier dein Set. Und kannst wieder wegschwimmen. Das ist so bescheuert. Oh mein Gott. Aber okay, ich habe genug gemeckert. Übrigens, hier, wenn ihr euch fragt, was das hier für eine Lackierung ist, habe ich vom dritten Raid, war ziemlich hart mit irgendwelchen Engländern das zu bekommen. Aber ich bin sehr stolz, weil das war ziemlich schwer. Und oh, gönnt man sich doch immer. Oh, da oben landet einer. Ja, das sieht aus, als wäre AFK, aber okay. Lass mir einfach mal in Ruhe. Aber der wird runtergeschmissen. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, da ist einer auf dem Dach. Ah, warte, der ist gleich tot.
Ach komm, leg dich nicht auf den Boden. Ach, dort. Lad nach. Komm mal. Okay, das Gute ist bei Ambarka Fortis. Ich kenne eine gute Position, wo man sich eigentlich recht verstecken kann. Und hier ist viel zu viel Zeugs auf der Karte. Schnell wegschwimmen. Und zwar gibt es unten so einen Keller. Und da kann man sich eigentlich sehr gut vercampen. Ich weiß, jetzt würden wieder viele sagen, Vercamper, bist du Camper? Ja, manchmal muss man campen und ich werde gerade voll angeballert. Junge, lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch bitte in Ruhe. Boah. Du kannst dich aber auch nicht entspannen. So ein Toba-Oba hier. Okay, ich hab dich. Komm her. Oh nein, da sind noch mehr Gegner. Okay, machen wir mal hier auf. Ja, da ist einer. Jawohl, er ist tot. So, 5 Kills schon mal. Nice, nice. Nimmt man gerne mit. Also ich bin im Laufe der Zeit in Warzone eigentlich ziemlich gut geworden. Nice. Gut, hier kann man sehr gut campen. Und ja, nimmt man sich doch gerne mit. Das Blöde ist aber, dieser Keller ist halt nicht in der Zone. Ah, das hätte ich gerne. Okay. Und Herzschlag-Sensor. Oh nein! Nein! Ach, das war so klar. Ja, töte mich. Bruder, ich bin so schlecht. Da sage ich 5 Minuten vorher, ich bin so gut geworden. Ja, und schon vorbei. Ach da. Na gut, Leute. Ich habe, glaube ich, schon genug gemeckert über dieses Update. Ja, COD gibt sich halt kaum Mühe, aber naja. Was soll man machen? Jo, da bin ich wieder. Also, ich bin jetzt hier im Schnitt, also Luke aus dem Schnitt. Liebe Grüße von Luke, der gerade spielt. Ja, das Ding ist so, ich wollte jetzt hier meine Meinung sagen zu diesem Update, weil ich habe jetzt nur ein bisschen geflamed, aber ich möchte jetzt das richtig sagen. Ich muss ehrlich sagen, die hätten sich dreimal mehr Mühe geben sollen, weil Activision hat es einfach so hingeklatscht, hat trotzdem so lange dafür gebraucht und wir sind jetzt einfach so enttäuscht. Und ich bin jetzt auch kein Fanboy oder ein Hater, aber ich muss meine ehrliche Meinung sagen, weil ich ja schon ziemlich lange das spiele. Und da hätte man so viel daraus mehr machen können. Es gab nämlich in Warzone 1 in Caldera war ja auch eine riesige Map, Alter, das war viel zu groß. Und das hätte man auch kleiner machen können. Aber es gab da einen Modus, das war auch so ein bisschen wie die Auferstehung. Und da gab es halt so Abschnitte aus Caldera, wo die halt so, nur dieser Abschnitt, aber der Rest war weg. Und da war nicht einfach so die ganze Karte da, aber nur da ist die Zone, sondern nur dieser Abschnitt. Und das wurde immer wieder gewechselt. Und das hätte man vielleicht auch in Amasa machen können, aber na gut. Kann man nichts machen, ist halt jetzt deren Entscheidung, was ich halt einfach nur bescheuert finde. Ey, das... Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, aber okay. Nehme ich jetzt einfach hin. Ich hatte trotzdem eine okay Runde. Konnte trotzdem sehr viel reden. Ja, das war jetzt meine Meinung. Bin trotzdem enttäuscht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.